Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Ty Conti löscht ihren Twitter-Account, durften die WWE-Superstars Ring of Honor zum letzten Pay-Per-View keine Grüße schicken und wir haben mal wieder einiges an Problemen für die WWE, was Carola angeht. Also auf geht's. Vor einiger Zeit gab es ja bei Ring of Honor den letzten Pay-Per-View. Also zumindest aktuell geplant, vor der Pause, und im April wollen sie wiederkommen, aber das weiß man ja noch nicht. Auf jeden Fall gab es diesen Pay-Per-View und während des Pay-Per-Views haben immer wieder Ring of Honor Superstars, die aktuell aber in anderen Produkten eingesetzt werden, Grüße zu dem Ring of Honor Office und zu den Workern und so weiter geschickt und halt nochmal über ihre Zeit gesprochen, die sie bei Ring of Honor hatten, und ja, einfach noch so ein bisschen zu Ehren von Ring of Honor so ein bisschen halt Videos produziert. Diese Videos wurden ausgestrahlt und es gab hier natürlich auch schon ein bisschen Bedenken, warum niemand von der WWE ein solches Video dorthin geschickt hat. Denn es gibt einige WWE-Wrestler, die einen sehr großen Anteil in der Geschichte von Ring of Honor hatten, und damit wäre ja das eigentlich ganz cool gewesen. Leute wie zum Beispiel Kevin Owens oder Sami Zayn. Hier gab es die Spekulation, dass die WWE den WWE-Superstars verboten hat, hier Videos einzusenden für Ring of Honor. Allerdings hat Kevin Owens jetzt bestätigt, dass das nicht der Fall war, denn Ring of Honor hat einfach nicht angefragt. Er hätte das sicherlich gemacht, aber es gab keinen Grund, weil Ring of Honor hat einfach nicht gefragt. So, das ist das ganze große Thema gewesen. Also hätte Ring of Honor gefragt, hätten sie es wahrscheinlich sogar auch gemacht. Aber ja, ohne die Frage, dann kann ja keiner wissen, dass man da Videos hinschicken kann. All Elite Wrestling hat vor kurzer Zeit ja schon bekannt gegeben, dass sie eine Kooperation mit der Owen Hart Foundation eingehen werden. Und man wusste gar nicht so richtig, wofür, was macht man damit jetzt genau. Und dann hat man aber vor kurzem auch bekannt gegeben, dass jetzt im nächsten Jahr ein großes Owen Hart Foundation Turnier folgen soll, jeweils für Männlein und Weiblein. Und hier ist es aber so, dass dieses Turnier erst im Mai stattfinden wird. Das heißt, sie haben jetzt schon angekündigt, dass es nächstes Jahr, in einem halben Jahr also quasi, zu diesem großen Turnier kommt. Der Sieger und die Siegerin aus diesem Turnier bekommen dann auch eine Trophäe und werden sicherlich dann auch irgendwie weiterhin gepusht. Ja, aber erstmal so die Planung bis dahin. Die letztwöchige Smackdown-Episode war eigentlich eine aufgezeichnete Episode schon mit der Woche zuvor. Das heißt, man hat bei der Smackdown-Episode am 17.12. gleich die für Heiligabend mit aufgezeichnet. Und der Ursprungsplan für diese beiden Episoden sahen aber ein bisschen anders aus. Denn eigentlich wollte man quasi das Ende der Show so präsentieren, dass ja da Paul Heyman entlassen wurde. Das hat man dann allerdings alles ein bisschen verschoben. Es war auch noch geplant, dass man ein Sit-Down-Interview mit Brock Lesnar hat. Das fand aber überhaupt gar nicht statt. Außerdem sollten die beiden Women's Matches getauscht werden. Also das Titelmatch zwischen Toni Storm und Charlotte, was wir erst letzten Freitag gesehen haben, das sollte eigentlich schon in der Episode davor sein. Und das Tag Team Match, was sie da gemacht haben, sollte dann diese Woche sein. Und ja, alles also ein bisschen sehr chaotisch gewesen. Letztendlich haben sie es aber jetzt so hingefriemelt, wie sie es jetzt hatten. Ist ja nicht schlimm. Ist nur halt immer interessant zu wissen, wie es ursprünglich mal so geplant war. Dann gab es vor kurzem bei der WWE mal wieder ein Tryout. Und dort hat ein sehr bekanntes Ring of Honor Gesicht teilgenommen. Und zwar Ring of Honor Women's Champion Roxy. Sie war mit am Start und weiß zwar nicht aktuell, wie sie performt hat, ob sie jetzt eingestellt wird von der WWE oder nicht. Trotzdem hat Ring of Honor Women's Champion beim WWE Tryout teilgenommen. Hier also ebenfalls wieder die Ring of Honor Talente wurden jetzt weitestgehend alle entlassen. Das heißt, die suchen halt einen neuen Job. Ist also gar nicht so blöd, dann auch mal bei der WWE anzufragen. Aber bei der WWE anfragen ist natürlich auch so eine Sache. Denn Davey Richards, der hat jetzt bekannt gegeben, dass er schon einige Male, also schon dreimal, von der WWE verpflichtet werden sollte und auch schon einige Anfragen von All Elite Wrestling bekommen hat, aber die eigentlich alle nicht eingehen möchte. Denn er sagt selbst, dass er Familie hat und überhaupt keine Lust hat, die ganze Zeit on the road zu sein. Er möchte halt lieber zu Hause sein und halt so ein bisschen wrestlen. Und ist auch okay in den Indies,
aber die großen Ligen sind eigentlich nicht so unbedingt sein Ziel. Außerdem hat er in seiner Zeit bei Impact Wrestling mitbekommen, dass diese TV-Produktionsmatches irgendwie für ihn nicht so geil sind, denn teilweise hast du da so ein paar Minuten an Matchzeit und er sagt, wenn es sein soll, dann muss das schon so ein 15-Minuten-Match mindestens sein. Und dann halt so, wenn wir jetzt uns mal Raw und SmackDown angucken, wo teilweise Matches 1 bis 2 Minuten gehen, da hat er nicht unbedingt Bock drauf. Dann gibt es ein kleines Update zu Mustafa Ali. Der ist ja zusammen mit Kofi Kingston eigentlich in Papa-Pause gegangen. Und weil es da halt neue Familienmitglieder gab, haben die sich also eine kurze Pause genommen. Kofi Kingston ist mittlerweile schon wieder da. Und auch Mustafa Ali wäre theoretisch wieder einsetzbar. Denn der war bei den letzten SmackDown-Tapings, also diesen Doppeltapings, da. Aber die WWE hatte nichts für ihn. Also hier auch wieder ein übliches Problem eigentlich, dass die WWE zwar die Leute hat, aber keinen Plan hat, wie sie die einsetzen sollen. Letztendlich saß er nur rum, obwohl sie in der Heimatstadt von ihm waren. Ja, und durfte dann halt wieder nach Hause fahren. Nach der Pause, die er ohnehin hatte. Also das wäre ja jetzt quasi ein Comeback gewesen. Aber naja. Und dann mal wieder was richtig Bescheuertes. Und zwar wurde bekannt, dass Sammy Guevara nicht mehr mit seiner Verlobten zusammen ist. Hat also die Verlobung aufgelöst und ist auch mit der Dame nicht mehr zusammen. Was ja an sich seine Sache ist und theoretisch scheißegal. Aber es gab dann so ein bisschen Spekulation, ob nicht vielleicht Ty Conti Grund dafür sein könnte, warum Sammy Guevara nicht mehr mit der zusammen ist. Denn die beiden ja, machen gerade aktuell so ein bisschen Techtelmechtel und scheinen auch irgendwie zusammen zu sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es hier das Gerücht, dass ja, die beiden zusammen sind und Sammy Guevara deswegen sich von seiner Verlobten getrennt hatte. So, und da kommt natürlich eine Prise Internet dazu, eine Prise Twitter dazu und schon haben wir mal wieder sehr viel Stress aus dummer Sache. Und schon ja, hatte Ty Conti sich dazu entschlossen, ihren Twitter-Kanal offline zu stellen, also auch mal wieder eine weitere Person auf der Liste, auf der langen Liste der Leute, die keinen Bock mehr auf Twitter haben, wegen der ganzen Negativität und dem ganzen Hass und so weiter. Und da gab es dann halt auch die Spekulation, dass sie sich extra von Twitter angemeldet hat, weil ihr vorgeworfen wurde, dass sie schuld daran ist, dass die Verlobung aufgelöst wurde. Obwohl Sammy Guevara selbst gesagt hat, dass das eigentlich schon ein paar Monate her ist. Es kam halt nur alles jetzt erst raus und ja, das alles wieder mal ein bisschen schwierig. Trotzdem hat Ty Conti immer noch ihr Twitter-Account gesperrt. Das wird wahrscheinlich auch erstmal nicht wieder zurückkommen. Ja, für die Leute, die also gefolgt sind und jetzt nicht mehr wissen, warum. Also jetzt die Erklärung. So, und dann merken wir nicht nur in Deutschland, dass aktuell schon wieder alles ein bisschen schlechter wird, was unsere Freundin Carola angeht, sondern es geht natürlich auch international wieder rum, denn zum Beispiel Kanada hat wieder den Lockdown ausgerufen und eigentlich wollte die WWE jetzt am Ende des Jahres nochmal ein paar Shows in Kanada machen. Das heißt, es wurden wieder Shows abgesagt, denn wie gesagt, mit Lockdown und so weiter wurden wieder Restaurants geschlossen, es wurden wieder Gyms geschlossen und so weiter und so fort. Und natürlich kann die WWE dann nicht kommen und halt einfach eine riesen Halle füllen. Und ja, deswegen geht es ja gerade wieder richtig ab. Es gab auch schon wieder neue Corona-Fälle in der WWE, es gab schon wieder so viel Krankenscheiß, was damit zusammenhängt. Alles dazu mehr aber in den folgenden News-Episoden, die jetzt alle nach und nach kommen. Also auch hier wieder, WWE hat gerade wieder so ein paar Probleme mit Carola. Das Thema wird also uns auch jetzt noch über den Jahreswechsel und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr eine ganze Weile mit begleiten. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dem News-Update für heute. Wie gesagt, es kommen jetzt noch nach und nach ganz viele weitere Videos. Also auf jeden Fall Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden, wunderschönen Tag haben, macht nicht mehr so dolle. Haut rein und ciao.